Die Industrie und die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern muss gestärkt und gefördert werden. Aus diesem Grund hat sich das Zukunftsbündnis MV, bestehend aus Landesregierung, Gewerkschaften und Wirtschaft, am 14. Juni im Technologiezentrum am Wismarer Hafen getroffen, um ein Industriekonzept zu erarbeiten. Die industrielle Basis soll ausgebaut werden, der Klimaschutz soll aktiv genutzt werden und Arbeitsplätze sollen gesichert werden. In der anschließenden Pressekonferenz verkündete Ministerpräsidentin Manuela Schwesig das Ziel des Industriekonzeptes. Wir brauchen mehr Industriebetriebe und Industriearbeitsplätze hier bei uns im Land. Wir haben ja schon welche zum Beispiel im Bereich Kranbau oder auch Automobilzulieferbetriebe oder Werften. Und das sind oft Betriebe, die viel Wertschöpfung ins Land bringen, die auch gut bezahlt Arbeitsplätze haben. Und deswegen wollen wir mehr Betriebe davon. Und das ist unser Ziel, gemeinsam mit Gewerkschaften, Unternehmerverbänden diese Betriebe zu sichern und anzusiedeln. Vertreter der Gewerkschaften sind über das neu erarbeitete Konzept froh. Die Kammern haben einen maßgeblichen Einfluss darauf gehabt. Wir haben seit vielen, vielen Jahren die Landesregierung darin bestärkt, das Thema Industrie umzusetzen. Wir haben eine Industriekampagne durchgeführt und wir führen seit 5 Jahren Industriekongresse, erstmalig hier in Wismar, durch, um ganz einfach mehr Industriearbeitsplätze nach Mecklenburg-Vorpommern zu bekommen. Wir haben vor 2 Jahren da den Impuls gegeben als Vereinigung der Unternehmensverbände, weil wir gesagt haben, wir müssen einfach deutlich dynamischer auch im Bereich der Industrie wachsen. Wir sind im Ländervergleich, sind wir auf dem vorletzten Platz und das kann uns natürlich überhaupt nicht befriedigen. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern Branchen, für die das Land steht, die auch, sag ich mal, sehr, sehr gut funktionieren. Und wir haben unwahrscheinlich großes Potenzial, gerade bei den Industriearbeitsplätzen, bei den Industrieansiedlungen. Und die haben wir nicht nur jetzt erkannt, sondern wollen ganz aktiv auch mit dem industriepolitischen Konzept angehen. Wir brauchen einfach mehr Industriedichte in Mecklenburg-Vorpommern und die brauchen wir auch, um die Klimaschutzziele, zum Beispiel die Pariser Klimaschutzziele, zu erreichen. Nur mit fortschrittlichen Technologien und auch mit einer klugen Industriepolitik für Mecklenburg-Vorpommern können wir die Klimaschutzziele erreichen. Das sind keine Gegensätze, sondern das gehört zusammen. Und für die Betriebe kommt es vor allen Dingen darauf an, dass man die Fachkräfte für diese Herausforderung in der Transformation überhaupt an Bord hält. Und das geht eben nur mit guten Löhnen. Durch Forschung, Entwicklung und Innovation gilt es, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, um zu mehr zukunftsfähigen Arbeitsplätzen zu kommen. Das Thema Nachhaltigkeit und die Sicherung von Fachkräften in der Industrie werden in den kommenden Jahren in den Fokus des neu beschlossenen Industriekonzeptes rücken.